Was glaubst du, ziehen wir dann aufgrund dem Gesetz der Resonanz in unser Leben? Ja, genau. Genau das Gleiche. Glück, Freude und alles, was angenehm und schön ist. Was strebst du an? Was möchtest du noch erreichen und schaffen? Was sind das für Dinge? Und die wichtige Frage, verbindest du mit diesen Dingen mehr Glück, mehr Zufriedenheit, mehr Freude? Schau ganz genau hin. Die Dinge, die du noch anstrebst, wenn du die hast, bist du dann glücklich oder denkst du nur, dass du glücklicher bist? Machen uns die Dinge, die man erreichen oder schaffen kann, mehr Geld, mehr Erfolg, mehr Ansehen, mehr Ruhm, mehr Wohlstand, machen uns diese Dinge glücklich? Ein Freund von mir hatte ein Ziel, das er unbedingt erreichen wollte. Er sagte immer, wenn ich das erreiche, dann bin ich glücklich, dann habe ich es endlich geschafft. Er hatte dieses Ziel erreicht und zwar ganz einfach, das ist ganz mühelos gegangen, fast von selber. Und dann habe ich ihn gefragt, wie sieht's aus, bist du jetzt glücklich und zufrieden? Und er sagt, glücklich und zufrieden, ja, ich bin jetzt ein bisschen beruhigter. Aber jetzt kann ich mir Sorgen über andere Dinge machen. Das hat er natürlich sarkastisch gemeint. Ein Mullah steht in einer Blumenwiese und ist beschwingt, er ist glücklich, er freut sich, er tanzt und singt. Da kommt ein Mann vorbei, der sagt, Mullah, was ist los mit dir? Mullah sagt, ich bin im Überfluss, in der Fülle, ich bin glücklich, es ist zauberhaft. Und dieser Mann sagt zu ihm, Mullah, du bist ein Lügner. Ich weiß, dass du manchmal nicht mal das Notwendigste zum Leben hast. Wie kannst du von Überfluss und Fülle sprechen? Und der Mullah sagt zu ihm, du verstehst gar nichts. Hat sich umgedreht und hat sich an der Blumenwiese gefreut. Die Frage ist, ob wir auch hier sind mit unserem Denken. Denn alles, was wir in die Zukunft projizieren, ist teilweise sehr gefährlich. Denn die Wünsche in der Zukunft entstehen sehr oft aus einem inneren Mangeldenken, weil wir das Gefühl haben, uns fehlt noch etwas. Und wenn wir diese Dinge dann erreichen, wo wir glauben, das fehlt uns noch, dann sagt unser Kopf, sobald wir es erreicht haben, und jetzt fehlt uns noch das. Da muss man gut aufpassen, dass man diesem eigenen Denken nicht auf den Leim geht. Glück bedeutet, nicht das zu bekommen, was man will, sondern das zu wollen, was wir jetzt haben. Das heißt, Glück ist im Hier und Jetzt zu finden. Jetzt. Überall ist das möglich. Überall. Wenn unser Geist auch jetzt hier ist. Und wenn wir jetzt hier im Moment Glück finden, dann richten wir unser innerstes Bewusstsein auf Fülle und Überfluss und Freude aus. Das heißt, unsere Frequenz wird neu geladen oder geresettet, kann man sagen. Und wenn wir Überfluss, Fülle und Glück und Freude im Inneren tragen, was glaubst du, ziehen wir dann aufgrund dem Gesetz der Resonanz in unser Leben? Ja, genau. Genau das Gleiche. Glück, Freude und alles, was angenehm und schön ist. Das bedeutet, unser Innerstes zählt. Und Glück finden wir hier und jetzt. Du kannst es jetzt finden. Du kannst es heute finden. Du kannst es heute mehrmals finden. Und vielleicht sagst du, ja, ich fahre quer durch die Stadt. Wo soll ich denn da Glück finden? Vielleicht stehst du an der Ampel und du siehst das Rot auf der Ampel. Und du wartest nicht auf das Grün. Du schaust einfach nur auf das Rot. Konzentriere dich. Sei ganz da. Und vielleicht spürst du da diesen inneren Frieden. Diese innere Leichtigkeit, dieses innere hundertprozentig präsent sein. Genauso, als wie wenn du vielleicht einen Sonnenuntergang beobachtest oder einen Sonnenaufgang oder wenn du in der Natur spazieren gehst oder wenn du mit der Familie zusammen bist und es gibt freudige Momente. Vielleicht spürst du genau das, wenn du quer durch die Stadt fährst, weil du ganz hier bist, weil du ganz da bist. Glück ist immer da, wo du bist, jetzt, dann kannst du diese Momente der Ruhe, der Entspanntheit, der Freude, der Leichtigkeit, des Friedens finden, des inneren Glücks
Und je öfter, dass wir das machen, desto leichter gelingt das. Und wir gehen in die Natur spazieren und wir sind überfüllt oder wir sind überwältigt von dieser Vielfalt, von dieser Überfluss, von diesem Überfluss und von dieser Fülle. Das Allerwichtigste, dass du dich jetzt bereit machst für Glück, Freude und Überfluss. Du kannst es jetzt finden. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Pfiat dich!